Oderle Bastelzeit und wir hatten ja vor einiger Zeit schon öfter mal irgendwelche China-Produkte, die ganz toll sind zum Schalten und WLAN haben, wie hier diese EWE-Link-kompatiblen Dinge, die dann ja, ein Relais drin haben, womit man Geräte ein- und ausschalten kann. So, damals hatte ich ja schon gesagt, technisch ist das nicht sonderlich aufwendig, aber es ist halt relativ praktisch, das in hier so einem fertigen Produkt zu haben. Im Prinzip ist es ein ESP8266 mit einem Relais und einem Netzteil. Gut, das war ja damals schon gut. Sache ist, eventuell hat mir da jemand aus dem Hackerspace da was gesteckt, dass es da ein paar andere Dinge gibt. Ich habe mal zugeschlagen. Das ist das hier. Das ist offensichtlich eine Switch. Kann man aber nicht wirklich mitspielen. Denn das hier ist kein Switch, sondern ein Wall-Switch. Ja, ein Wandschalter. Sonst ist hier jede Menge zum Ankreuzen, aber nichts angekreuzt. Also gucken wir mal, was wir bekommen. Offensichtlich ein Schalter. Und wenn wir den mal hier auspacken, sieht er auf den ersten Blick noch nicht mal so schlecht aus. Wi-Fi Smart Wall Switch, sonst nichts drin. Und wenn wir mal auf die Rückseite gucken, das Ding ist sogar rund und hat die, für, weiß ich gar nicht, ist Europa oder Deutschland typischen Aussparungen, um das Ding in eine Dose reinzubekommen. Ist also schon eher für den hiesigen Markt. Und was wir auch sehen, N, L, L1, L2, L3. Ha, 3. Und auf der Vorderseite, tada! Eine Menge Glas und drei Fingerabdrücke. Ja, das hier ist ein Touch-Switch. Das heißt also, den muss man nur noch berühren. Und zwar ein Dreifach. Das heißt, hiermit können wir drei Geräte ein- ausschalten. Deswegen hier hinten L1, 2, 3. Das ist nicht Phase 1, 2, 3, sondern der Ausgang für das erste, zweite und dritte Relais. Und auch das Ding hier, Wi-Fi 2,4 GHz, 802.11 BGN. Ich wette irgendwie darauf, dass da drin ein ESP steckt. Ansonsten 100 bis 240 Volt, 50 Hertz, 3 Ampere Maximum. Oh, 3 Ampere Maximum. Mit den üblichen 10 Ampere Schaltern kann der nicht mithalten. Muss man ein bisschen aufpassen. CE-Zeichen ist eins drauf. Bin mir nicht sicher, ob es China exported ist, aber naja, gut. Was erwartet man, wenn es aus der Ecke kommt? Ansonsten, Anleitung hatte ich noch gar nicht gesehen, dass da eine dabei ist. Von daher gucken wir doch mal kurz rein. Power off. Was? Ach so, im Sicherungskasten soll man ausschalten, bevor man das Ding einbaut. Ja, das macht durchaus Sinn. Wie man es anschließt, ich denke, das ist nicht sonderlich schwer. Und auch hier das EWE-Link kompatibel, also dieselbe Software, die auch diese ganzen, zum Beispiel die Sonoff-Dinger machen oder die Nachbauten, wie ich sie habe. Gut. Ich suche mir mal was zum Anklemmen. Dann gucken wir erstmal, ob er überhaupt funktioniert. Und im Anschluss nehmen wir das Ding mal auseinander, denn dafür sind wir doch hier, oder? Was ich schon mal hier auf jeden Fall sehe, die Schrauben sind nicht wirklich berührsicher hier verbra eingebracht, ne? Naja, wird schon irgendwie. Mal gucken. So, dann können wir im Prinzip auch direkt mal schauen. Und ich mache hier mal das Licht aus. Dann kann man nämlich schön sehen, wie das funktioniert. Ich mache jetzt mal den Strom an zu dem Schalter. Und wir sehen, wir haben zum einen oben die LED, dass er WLAN hat. Und wir haben hier unten drunter die drei Fingerabdrücke so ein bisschen leuchten, dass man die auch im Dunkeln sehen kann. Auf der Kamera ist es jetzt deutlich heller als im echten Leben. Also, wenn es Licht an ist, sieht man quasi gar nicht mit dem Auge, dass da was an ist. Ist wirklich sehr dunkel am Leuchten. Aber was wir jetzt machen können, ich habe jetzt hier eine Glühbirne oder eine Kleinpunktheizung an die mittleren Relais angeschlossen, also dem Ausgang 2. Und wenn ich den berühre, dann sehen wir, das Licht geht an. Wenn ich nochmal berühre, Licht geht aus. Genauso können wir natürlich auch die anderen schalten, ist jetzt nichts dran. Aber was auch passiert, wenn ich das hier mache, dann ist das auch am PC entsprechend umgesetzt und ich kann am PC, wenn ich hier den entsprechenden Wert klicke, das Licht auch ausschalten und natürlich auch wieder anschalten. Also Fernsteuerung. Das ist jetzt schon mit einer Custom-Firmware, hat einen relativ einfachen Hintergrund. Die Firmware, die hier mit dabei ist, klappt vorne und hinten mal wieder nicht mit meinen Geräten. Ich gehe davon aus, dass das ein Problem ist von aktuellen Android-Versionen oder eventuell auch von denen, die ich benutze. Aber ich habe wieder drei Handys probiert. Keins davon war in der Lage, mit dieser offiziellen App eine Verbindung herzustellen. Keine Ahnung, was da los ist. Aber für mich ohnehin uninteressant, da ich ja ohnehin eine Custom-Firmware drauf haben wollte. So,
Kastenfernwehr ist natürlich, ich hatte das Ding auch schon auseinander und das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Also Strom aus, die Lampen sind wieder aus und dann können wir hier entsprechend das Ding uns mal vornehmen. Ich klemme jetzt erstmal die ganzen Drähte hier hinten wieder ab und dann gucken wir mal ins Innere. Um das Gerät zu öffnen, geht das relativ einfach. Wenn wir auf der Rückseite gucken, wir haben hier auf der Oberseite oder was ist das? Nein, auf der Unterseite. Zwei von diesen Einbuchtungen, da können wir einfach mit dem Schraubendreher drunter und den so hochhebeln. Dann sind wir schon im Inneren. Wir sehen hier oben das entsprechende Glas und hier das eigentliche Innenleben. So rum. Ja, was wir auf jeden Fall schon mal sehen können, wir haben hier den ESP8266 mit der Antenne. Glücklicherweise einen Programmierport direkt daneben. Haben dann hier nochmal einen zusätzlichen Chip. Ebenfalls haben wir hier unten noch einen U3, das ist, Überraschung, Überraschung, ein 1117, also ein 3,3 Volt Linearregler. Und was wir haben, sind hier oben drei von diesen kleinen Transistoren, die dann wahrscheinlich die Relais steuern. So mal der Plan. Ansonsten noch Sachen, die auffallen. Wir haben die LED, wir haben einen Reset-Knopf, den man von außen gar nicht erreichen kann. Das heißt also, ja, wofür auch immer man den hier da bestückt hat. Und was wir auch sehen können, hier unten in dem Bereich ist auch noch was. Und zwar eine Fläche für ein IC und eine sehr große Antenne. Das hat damit zu tun, dass die hier offensichtlich auch mit 433 MHz verkauft werden, alternativ. Das heißt also entweder mit 2,4 GHz WLAN oder mit so klassischen Funkprotokollen für, ja, keine Ahnung, irgendwelche Aktoren. Ansonsten hier einfach ein paar Flächen, da sind nochmal LEDs drunter, wenn wir hier ein bisschen... ja, versuchen das wegzumachen. Ich weiß nicht, ob wir es jetzt hinkriegen, aber nee, das ist zu festgeklebt, muss ich mal gucken. Im Prinzip ist das, hier geht's. Im Prinzip ist das Plexiglas, was ein bisschen beschichtet ist, auch mit diesen Punktmustern, die man üblicherweise kennt. Und ja, hier ist dann noch eine entsprechende LED, die das dann entsprechend beleuchten kann. Und wie wir gesehen haben, das wird dann anscheinend per PWM so gemacht, dass das dann dunkel und hell leuchten kann. Das Ganze hier nennt sich EU-Touch Version 1.0 und ja, ist natürlich nicht das Einzige. Wir sehen ja schon hier hinten, da muss nur irgendwas hinten drin sein. Glücklicherweise kann man das hier einfach raushebeln und wenn wir das tun, dann ist da ein entsprechender Verbinder. Der geht auseinander und zack, schon haben wir zwei Dinge in unserer Hand. Yay! Wir haben hier unsere eigentliche Logik und hier unten drin haben wir das EU-03 Power Version 1.0. Das heißt, hier dürfte dann die Stromversorgung drauf sein. Wir sehen hier ja schon relativ gut einen Full Bridge Rectifier. Und ja, Stromversorgung, paar Relais hier drunter wahrscheinlich. Hier sehen wir schon die drei Dioden. Das heißt, ich mache mal hier gleich die Schraube raus. Dann gucken wir mal, wie das aussieht. Was mich jetzt hier gerade noch wundert, hier ist noch ein Chip drauf. Müssen wir gleich mal genauer gucken. Ist das wahrscheinlich für Touch und das hier, keine Ahnung. Mal gucken. Den hier wollte man, ne? Wo ist mein Schrauber? Und hier sehen wir dann auch das Board von der anderen Seite. Überraschung, drei Relais, ein kleiner Konverter hier, wie es aussieht, mit einem kleinen Trafo. Viel brauchen wir ja nicht, wir müssen ja nur den ESP und die Relais mit Strom versorgen. Was ist das für ein Relais? Fanhar 5 Volt Relais, 5 Ampere Schaltleistung. 5 Ampere? Stand hier nicht mehr drauf? Ne, hier stand 3 Ampere drauf. Wunderschön. Okay, dann haben wir... ah ne, hier sogar. Each Output Terminal 1 Ampere. Gut, 1 Ampere ist es rated. Die Relais sind 5 Ampere. Das sieht schon mal ganz gut aus. Auch die Traces müssten ausreichend sein. Sind schöne Isolierslots dazwischen. Boah. Gehen wir mal rüber an unseren Rechner und gucken uns das Ganze noch mal ein bisschen genauer an. Gut, schauen wir erstmal hier oben. Wir haben die Antenne und wenn wir runtergehen, den ESP8266 zusammen mit dem Programmieranschluss. Und hier können wir schon mal einen Teil sehen, was gegebenenfalls auch interessant sein kann, nämlich hier dieser R19. Man sieht eventuell, da habe ich ein bisschen rumgebrutzelt. Diese Stelle hier von diesem Widerstand, das ist GPIO0. GPIO0 braucht man, wenn man das Ding in den Bootloader setzen möchte, um zum Beispiel eine Custom-Firmware drauf zu machen. Das heißt also, wenn ihr irgendwas machen wollt an Custom-Firmware, muss man den hier gegen Ground ziehen, den Punkt, dann hier hinten drüber den seriellen Port dann entsprechend abgreifen. Von dem gucken wir mal ein bisschen rüber. Wir haben hier in der Mitte die entsprechende LED und den schon erwähnten Reset-Button, der irgendwie keinen wirklichen Sinn zu haben scheint. Bisschen weiter rüber haben wir dann die drei Transistoren, vermutlich für die
Relais und diesen U1, mit dem man ein bisschen kippen, kann man eventuell erkennen. Das ist nämlich ein BB10F8G und das ist so ein Teil, was ich nicht erwartet hätte. Ein BB10 dürfte ein 8051er Mikrocontroller sein. Also nochmal ein zusätzlicher Mikrocontroller, der hier drauf läuft und offensichtlich Dinge tut. Warum auch immer. Am Ende wird hier auf der Kiste der ESP ohnehin durchlaufen müssen, einfach weil die WLAN-Verbindung da sein muss. Von daher, keine Ahnung, was der hier sucht. Auch für den im Übrigen hier am Rand ein Programmieranschluss mit C2CK und C2D, also irgendein I2C-ähnliches Protokoll, wie es aussieht. Wenn wir den Traces folgen, die gehen wirklich hier auf diesen Mikrocontroller. Darunter hatten wir ja schon gesehen, diese Touchflächen hier. Ich mache nochmal eine ab. So klappt das besser. Wir haben hier diese LED in der freien Fläche mit einem Vorwiderstand, dann eine weiße Fläche. Unter dieser Fläche ist das eigentliche Touch. Und drauf klebt dann das hier, das ist, wie gesagt, so ein bisschen Plexiglas, wir sehen es hier eventuell. Und wir haben hier so ein Punktmuster drauf, was das Ganze dann so als Diffusor arbeitet und dafür sorgt, dass das Licht gleichmäßig abgestrahlt wird nach vorne. Machen wir gerade noch die Dings auf Seite. Und wenn wir hier drunter gucken, unter den Kleber, da haben wir diese große Fläche mit einem Wir in der Mitte, wie es aussieht. Und das ist das, was genutzt wird, um entsprechend da den kapazitiven Effekt zu nutzen, um den Finger zu erkennen. Also sprich unser Touch-Switch. Der geht dann auch wirklich durch hier das Ding durch das Plastik durch und bis zur Vorderseite noch durch das Glas durch. Also doch einiges davor, was da Interferenzen verursachen kann, aber es scheint insgesamt zu funktionieren. Unten in der Ecke, wie eben schon erwähnt, ein 1117, nochmal einen kleinen Transistor, bin ich mir nicht so sicher. Und dann an der Seite der Bereich hier mit dem U5 und der großen Antenne hier unten, der dann wahrscheinlich dafür ist, noch 433 MHz zu sprechen. Hier im Übrigen auch schön zu sehen, also die Traces sind teilweise relativ nah an diesen Befestigungslöchern, auch wenn wir hier oben gucken. Da möchte man auf jeden Fall ein bisschen Vorsicht walten lassen, wenn man da Dinge festschraubt, aber wird schon schief gehen. Auf der Rückseite hatten wir auch noch einen Chip, den sollten wir uns dann auch noch angucken. Das ist der hier, nur viel zu gucken gibt es halt nicht, steht nichts drauf. Was wir aber sehen können, er geht hier oben in die Ecke auf die hier und vor allen Dingen in die andere Richtung haben wir diese Traces jeweils mit einem Kondensator und einem Widerstand und die gehen hier auf diese Vias, die entsprechend direkt unter den Kontakten sind. Das heißt, das hier ist unser Touch-IC, der dann dafür sorgt, dass das Berühren erkannt wird und dann weitergegeben wird. Ansonsten alles frei, nur der Verbinder zur Power-Elektronik hier unten und die gucken wir dann erstmal als nächstes an. So, fangen wir mit der Rückseite an, die haben wir schon ein bisschen gesehen. Wir haben hier den Verbinder zum Hauptboard und haben dann, was auffällig ist, hier unsere Relais, die Spulen mit entsprechend den Dioden drüber. Allerdings, jede von diesen Ansteuerungen läuft nochmal über einen entsprechenden Transistor hier hinten hin. Hier haben wir den ersten, hier haben wir den zweiten und fürs dritte sitzt er auf der anderen Seite. Das heißt also, anscheinend sind dann die anderen Transistoren, die wir gesehen haben, nicht für die entsprechenden Spulen hier, also für die Relais. Das könnte sein, dass die genutzt werden für die LEDs, dass man die damit schaltet. Ansonsten, wir sehen hier relativ viel Freiraum außenrum um diesen Bereich. Das heißt, nur der Bereich hier unten ist Niederspannung oder Schutzkleinspannung, was auch immer. Also wahrscheinlich 5 Volt, weil 5 Volt LEDs haben wir ja schon gesehen. Dann haben wir hier hinten unsere Stromversorgung. Wenn wir die mal ganz rumdrehen, wir haben hier unsere Ausgangskontakte. Die gehen einfach gut verzinnt hier hinten auf die Relais-Pins. Dann haben wir unsere Phase, die reinkommt. Die geht hier auch auf alle Relais-Pins gekommend. Und gleichzeitig geht es hier nochmal ab über so einen Sicherungswiderstand, den wir da so ein bisschen durchscheinen sehen, auf dann entsprechend hier unseren Gleichrichter zusammen mit dem N. Die gleichgerichtete Spannung hat dann nochmal hier irgendwie anscheinend einen Widerstand dazwischen. Und das ist ein sehr spezifischer Wert. Wenn ich das richtig sehe, ist das 4R64, also 4,64 Ohm. Okay,
Ich gehe nicht davon aus, dass es wirklich 4,64 oben sein müsste. Das hat man wahrscheinlich einfach geholt, weil die Widerstände lagen noch irgendwo rum. Und von da aus geht es dann auf den hier. Das ist unser eigentliches Netzteil, wie es aussieht. Der Netzteil IC. Gucken, können wir den irgendwie hier ein bisschen lesbar machen. Das ist ein 1511-36, wie es aussieht. Wirklich viel dazu finden kann ich nicht. Allerdings kann ich euch sagen, dass der beim Sonoff Basic auch verbaut ist. Ist also ein alter Bekannter, wie es aussieht. Zu diesem Chip gehört dann auch die andere Seite und die haben wir ja schon gesehen. Wir haben hier entsprechend einen Trafo, ein paar wunderschöne Caps von der Firma, was ist das? Jevo? Jeveo, J-W-E-O, J-W-C-O, ach keine Ahnung. Und hier ein grüner Low ESR, auch von J-W-C-O, wie es aussieht. 105 Grad, ja. Es wird wahrscheinlich nicht das Beste sein, aber inzwischen sind die ja halbwegs stabil. Was ich gerade sehe ist, achso, okay, das ist ein MOF, wie es aussieht hier, der noch über den Eingang drüber geschaltet ist. Also zumindest mal an der Stelle kann ich mich nicht beschweren. Wir haben die Sicherung oder den Sicherungswiderstand, wir haben einen MOF. Also das ist schon zumindest mal ein bisschen was an Eingangsprotection da. Eine zusätzliche Sicherung für die Relais wäre natürlich schön gewesen, aber es steht klar drauf, 1 Ampere, da muss man es natürlich auch entsprechend absichern. Ob es jemand macht, steht natürlich an anderer Stelle, aber ich sehe jetzt zumindest hier mal keine größeren Auffälligkeiten. Ja, und wenn wir jetzt hier mal schauen, machen wir den Saft an, dann können wir hier, nachdem er connected hat, einwandfrei die drei Relais ein- und ausschalten, einfach per Touch. Gut, ansonsten, wir sehen hier schon 0,6 Watt, der hier sagt nichts, dem ist das zu wenig. Wie viel das am Ende wirklich ist, ist dann noch Definitionssache. Aber ja, 0,5, 0,6 Watt klingt realistisch. Das heißt also, ja, ist unter 1 Watt, ist sogar zulässig in Europa. Da müssen wir unter einem Watt bleiben für Standby. Heißt aber natürlich auch 0,6 Watt, 24,7, denn das Ding ist in der Wand und läuft dauerhaft. Heißt also so 1 bis 2 Euro für jeden Schalter an Stromkosten jedes Jahr. Kann man auch da rechnen. Und es ist natürlich Stromverbrauch und wir wollen unseren Stromverbrauch ja eigentlich reduzieren. Das heißt, ich würde die hier vielleicht nur da einbauen, wo es wirklich notwendig ist, wo eine Fernsteuerung von den Geräten wirklich einen Vorteil bringt. Aber vielleicht nicht jeder Lichtschalter in der Wohnung dann entsprechend tauschen. Ja, ansonsten, wenn wir einschalten, können wir auch hier sehen, da haben wir dann 1,6 Watt. Der hier, ja, der sagt jetzt 2,2 sein, also um die 2 Watt. Was mir aber positiv aufgefallen ist, der Power Factor, der ist so bei 0,9 in den meisten Fällen. Ist gar nicht so schlecht, da habe ich schon Schlimmeres erwartet. Aber nach wie vor, es ist irgendwas, was Strom braucht. Ansonsten, wie schon gesagt, das Ding hier hat offensichtlich CE. Ich habe auch sonst nichts innen drin gesehen, was jetzt sagt, dass es oder mich anschreit, sage ich mal, hallo, ich bin unsicher. Sieht alles halbwegs vernünftig aus. Muss natürlich von der Elektrofachkraft eingebaut werden, weil kein Stecker. Kennt da ja den Spaß. Ich kenne auch einige Elektrofachkräfte, die tatsächlich hier diese Modelle benutzen. Werden da verbaut und ja, bisher habe ich noch keine Beschwerden gehört. Von daher würde ich fast davon ausgehen, dass die Schalter hier außer als Fingerabdruck-Anziehgerät, weil hier so ein schöner Lack drauf ist, durchaus ja, auch noch sinnvolle Möglichkeiten und Einsatzzwecke haben. Gut, ja, ich gucke mal, hier für den hatte ich mir natürlich vorher schon ausgesucht, wo das hin soll und was er tun soll. Und jep, da brauche ich WLAN, weil ich möchte gerne das auch zeitgesteuert wieder ausschalten können. Deswegen war das für mich relevant. Wie schon gesagt, ansonsten Custom Firmware tauglich, ESP drin. Wer Arduino programmieren kann, kann hier beliebiges Zeug drauf machen. Und dann Dinge schalten und hat hier Eingaben. Also von daher würde ich sagen, der tut offensichtlich, was er soll.